Die ganze Welt huldigt Bibis Beauty Palace als Gott und Meister. Es wird nicht mehr versucht, die Seuche zu heilen und die Menschheit betritt eine finstere Zukunft der Versklavung. Bibi, was bist du für eine Maschine? Warst mal kurz nicht da und jetzt plötzlich hast du die Welt erobert. Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Video auf meinem Kanal. Es ist wieder Zeit für dieses Spiel. Plague Inc. Erwolf. Ich hab's schon wieder vergessen, kurz bevor ich anfange. Es ist immer das Gleiche. Genau, ich habe jetzt wieder Bock drauf. Heute werden wir wieder den Neurax-Wurm testen, den wir beim letzten Mal natürlich, beziehungsweise leider nicht geschafft haben. Ein Zuschauer von euch hat mir da aber relativ gut, was heißt geholfen, ich weiß noch nicht, ob es funktioniert, aber hat einen Tipp in die Kommentare reingeschrieben, also danke dafür. Ich probiere es mal mit dem Transzendenz-Symptom und schaue, ob das irgendwie funktionieren könnte, maybe, ich muss gucken, aber ich teste es jetzt aus. Ich habe mir im Übrigen noch gar nicht überlegt, wie ich das heute nenne, den Neurax-Wurm. Ich brauche irgendeine bekannte Persönlichkeit. Bibis Beauty Palace, woo! Ja, sie ist ja schon länger nicht mehr da, aber wir können sie ja trotzdem hier verwenden als Wurm. Ja, das alles brauchen wir echt nicht mehr vorlesen, wir starten heute in, wo haben wir, Brasilien. Ey, let's go. Und dann muss ich echt gucken, ob das funktioniert. Transzendenzsymptom. Das kann doch gar nicht. Ja, Wurm, 1000 Jahre unentdeckt. Klar, kennt man. Transzendenz. Wir gucken uns das jetzt mal an. Hier. Neuraler Durchbruch. Ja, nee, das kennen wir ja schon. Ich weiß nicht mal, wo der Transzendenz ist. Wir müssen aber wie beim letzten Mal auch schon echt drauf gehen, dass wir sehr viele infizieren. Es müssen alle infiziert sein. Bibis Beauty Palace breitet sich in Brasilien von Person zu Person aus. Ah, da ist sie also hin verschwunden. Interessant, nach Brasilien. 23, ja, geht sogar. Aber ich glaube, Brasilien ist auch ein relativ armes Land. Dementsprechend wird sich das da wahrscheinlich sehr schnell verbreiten. Okay, wir haben 15. Nee, warte. Wir haben 17. Das machen wir ja. Das hier erstmal safe. Kälte und Wärme. Oh, nee. Also, wir müssen echt drauf gucken, dass wir nicht zu viel entwickeln. Ihr habt ja gesehen, wie es beim letzten Mal funktioniert hat. Nämlich gar nicht. Obwohl, wir hatten 99%. Also, wir hatten schon fast alles. Bibis Beauty Palace hat Hunderte in Brasilien infiziert. Mit was? Machst du da jetzt deine Videos in Brasilien? Luft und Wasser ist aber wichtig und richtig. Nee, aber um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, was wir wirklich verändern können. Ich probiere es jetzt einfach mal, dass ich das Transzendenzsymptom entwickle und gucke, ob da irgendwas passiert. Aber selbst dann, weil ihr wisst ja noch, was das auslöst, das lässt den Gott ja als unsterblichen Gott ansehen von der Bevölkerung. Aber selbst dann müssen trotzdem erstmal alle infiziert sein, oder nicht? Obwohl vielleicht arbeiten die ja dann nicht mal an einem Heilmittel, weil die dann alle denken, ja, das ist doch gut. 33 Millionen. Ja, entspannt. Wie viele Einwohner hat Brasilien eigentlich? 200 Millionen? Ja, ist aber eigentlich verständlich. Okay, 31. Genau, Wasser noch. Ja, ganz wichtig hier, Antibiotikum. Dann gehe ich noch einmal hier auf dieses Flugzeug. Ich weiß aber noch nicht, ob ich... Wartet. Hat sich irgendein Symptom? Nee. Ermöglicht verstärkte Kontrolle über das Gehirn. Das ist ja noch gut eigentlich. Ich weiß nicht mehr, wo das Transzendenzsymptom war. Geistig beeinflusst. Ja, ist, glaube ich, ganz gut. Aber es darf keiner sterben. Das ist echt noch sehr wichtig. Deutschland. Brasilien trägt das erste Land als den Ärzten auf, nach einem Heilmittel zu forschen. Nee. Ey, es ist doch noch gar nichts passiert. Entspannt euch mal ein bisschen. Island, Neuseeland, alles so wichtige Länder. 23. Nein, nein, nein. Oh, es geht schon wieder so schnell. Nochmal Flugzeug. Ja, machen wir das. Mutationschance. Jetzt wird's schwierig. Unreife, erhöhte Infektionschance. Das Problem ist, es darf noch niemand sterben. Das wäre echt wichtig. Oh, welches Land? Ja, machen wir Philippinen. Oh mein Gott. Nee, nee, stopp. Hä, wie schnell? Brasilien ist das erste Land, das die Ausbreitung von Bibi... Nein, keine Aus- und Einlandsbeschränkung. Island. Also wenn ich irgendwie merke, dass wir jetzt ein Symptom haben, was... Wow, das ging schnell. Wenn wir ein Symptom haben, das tödlich ist, müssen wir sofort zurückgehen. Okay, es gibt noch sehr... Oh, es gibt noch sehr viele Länder, die nicht infiziert sind. Aber ich mache jetzt mal eher die kleinen Länder, da wo es eh unwahrscheinlicher ist, dass hier was infiziert wird. Wissenschaftler weisen nach, dass Bibi Beauty Palace theoretisch menschliche Gedanken kontrollieren kann. Ja, so ist Bibi. Na gut, aber Hand of Blood war ja auch so. Also, ah, hier können wir ja sogar sehen. Balkanstaaten. Null infiziert? Naja, jetzt schon. 1 Milliarde. Ja, das ist wegen Indien. Aber die Prozente gehen langsam bisher nach oben. Es ist... Oh! Ich raff ja gar nichts. Die Prozente. Also sorry, Mori, das war jetzt ein bisschen... Ich hab's nicht gerafft. Ja, was machen wir jetzt? Übertragung würde ich sagen, passt sogar soweit. Ja, vielleicht noch auf Arzneimittelresistenz. Obwohl, das ist gar nicht so wichtig. Wir brauchen jetzt hier ein bisschen Symptome. Glaubt, es war hier oben. Transzendenz. Ah, wo ist Transzendenz? Ich muss noch mal kurz kontrollieren, wo Transzendenz ist. Weil, ja, sonst weiß ich nicht, wo war denn das? Okay, das ist anscheinend links oben irgendwo. Ich glaube hier. Transzendenz, 44. Länder, okay, es dürfen halt keine Leute sterben. Das ist wichtig und richtig. Aber ihr seht uns jetzt doch als Gott an. Das heißt, wieso forscht jetzt überhaupt noch jemand danach? Macht doch gar keinen Sinn, Leute. Oh nee, jetzt gehen die Heilmittel richtig hart nach oben. Neuguinea versinkt aufgrund von Bibis Beauty Palace als erstes Land in Anarchie. Dort kann kein Heilmittel erforscht werden. Freut mich. Norwegen, Schweden, Finnland, Balkanstaaten.
Oh, die ganzen da oben. Warum, was, wieso infiziert ihr euch nicht? Forscher auf der ganzen Welt konzentrieren sich. Oh nee, es gibt jetzt Tote. Hey. Mit Bibis Beauty Palace infizierte Menschen berichten von Visionen der Verzückung und einer neuer Herrenspezies. Ohne ein Heilmittel ist das Leben, wie wir es kennen, vorüber. Ja, das ist schon okay. Wir müssen gleich auf Heilmittel gehen. 4 Milliarden sind es infiziert, aber Russland will hier irgendwie kein Beef schieben. Warte, welches Land ist denn noch nicht? Oh nein, ich muss, glaube ich, jetzt auf Finnland und die Balkan starten. Ich muss jetzt auf Heilmittel gehen. Pam, 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 pam und bam. Mehr kann ich wieder nicht tun. Ich hoffe einfach, es funktioniert. Was war nochmal? Norwegen? Ja, Norwegen. 42% Tote, 200 Millionen schon. Oh, die infizieren sich aber sehr, sehr, sehr schnell. Es dürfen halt kaum Leute... Symptom. Ich mach das nochmal zurück, dass die Leute nicht sterben. Weil das wäre schon echt cool. Balkanstaaten. Wo sind nochmal die... Wo waren jetzt nochmal die Balkanstaaten? Die müssen sich noch infizieren. Und vor allem Russland hat halt irgendwie gar keinen Bock auf irgendwas. Da, Balkan. Dann machen wir jetzt nochmal kalte Länder, ja. Das ist nochmal wichtig. Übertragung über Luft auch nochmal. So, und jetzt einfach hoffen. Hoffen, dass der Hase hier schnell durchgeht, bevor die Prozente erreicht sind. Hier in Russland muss mal was passieren. Gesamtbevölkerung, da ist fast niemand infiziert. Aber warum? Das frage ich mich wirklich. Warum Russland? Das ist ja eigentlich kalt. Übertragung. Gibt es hier noch irgendwas? Ach so, und Grönland irgendwie auch. Was ist Grönland für ein Land? Nur kalt. Aber kalt habe ich eigentlich gemacht. Ja, dann gehen wir hier nochmal auf irgendwie... auf alles, was es hier eigentlich noch gibt. Das einzig Positive ist, sterben halt kaum Leute. Normalerweise müssten wir es schaffen, weil wir haben ja die Tödlichkeit weggemacht. Wahnsinnssymptom. Was ist das Wahnsinnssymptom? Oh, tödlich. Nee. Wir gehen heute, also ganz human vor, meine ich, und lassen den Wurm einfach die Kontrolle über den Menschen übernehmen. Auf entspannt. Aber ich glaube, jetzt sieht's gut aus. Weil das Heilmittel, ihr seht ja selbst, es geht kaum mehr hoch, weil die infizierten Menschen sehen den Wurm ja als Gott an. Die wollen ja dann kein Heilmittel mehr erschaffen. Ihr wisst, was ich meine. Sieht sehr gut aus. Bibi, was bist du für eine Maschine? Warst mal kurz nicht da und jetzt plötzlich hast du die Welt erobert. Ach krass, die ganzen Toten waren in den USA, aber warum? Das ist schon krass, dieser Unterschied. Weil die Leute, die dürfen halt nicht sterben, das ist schon wichtig. Ja, gesund niemand mehr, aber wo sind denn noch die letzten? Ah, in Island, oder? Ja, hier sind noch ein paar gesunde. Komm, infiziert euch, ist okay. Aber geht auch sehr schnell. Jetzt bin ich echt gespannt, ob wir dann gewonnen haben oder nicht, aber normalerweise ja. Die ganze Welt huldigt Bibis Beauty Palace als Gott und Meister. Es wird nicht mehr versucht, die Seuche zu heilen und die Menschheit betritt eine finstere Zukunft der Versklavung. Das war ein bisschen deep. Die ganze Welt verwehrt... Die ganze Welt verehrt Bibis Beauty Palace als ihren Gott und Meister. Versuche, die Seuche zu heilen, wurden eingestellt und die Menschheit sieht einer dunklen zu. Krass. Okay, David, du bist, ja, crazy. Also wegen dir haben wir gewonnen. Cool, danke dafür. Okay, interessant. Aber macht rein theoretisch, wenn man drüber nachdenkt, auch Sinn. 3 von 5. Diesmal, gut, wir haben sie kurzzeitig tödlich gehabt, die Seuche. Aber das Problem war auch, da stand nie direkt dran, okay, ist tödlich. Eventuell mal könnte tödlich enden, so oder... Aber, ja, interessant. Also wir haben einen alternativen Weg gefunden und einen sehr, sehr leichten auch dazu. Schauen wir uns auf jeden Fall nochmal das nächste an, was beim nächsten Mal kommt. Falls wir im Übrigen die, ich würde sagen, wieder 10 Likes schaffen. Denn 10 Likes ist echt cool. Parasit. Parasitäre Lebensweise verhindert DNS-Veränderung und Infektion. Können wir dann keine Symptome machen oder wie? Ah, weiß ich nicht. Leute, nicht spoilern in den Kommentaren. Aber die werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal machen. Ich bin gespannt, wer dann unser Parasit sein wird. Das wird crazy, glaube ich. Genau, also wir haben noch einige vor uns. Deswegen schallert gerne diese 10 Likes rein. Gerne auch mehr. Und ja, schreibt positive Kommentare bzw. Kommentare, die uns helfen könnten. Vielleicht nicht unbedingt die direkt das Spiel entscheiden, aber so, ne? Wie David am besten. Sonst würde ich sagen, war's das mit dem Video. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Into the